Ja, Gott zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo wir im Herzen von Atlantis sind, im Kern, in einer Lavakaverne voller Türen, durch die wir irrgartenmäßig uns gezwängt haben. Und jetzt ist eine Lavabrücke vor uns und die macht mich spontan auch wieder total nervös. Das sieht nach Falle aus. Aber wir werden drüber müssen. Ich versuche das mal, dass wir das hinkriegen. Okay, jetzt müssen wir hier lang. Okay, dann müssen wir zurück. Oh oh. Oh nein. Okay, das hat nicht geklappt. Die Frage ist, ob es nur eine Konstellation gibt, die funktioniert. Interessant ist, dass die Lava wiederkommt. Das finde ich interessant. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Hoffentlich kommt Sophia auch hinterher. Okay, das sieht besser aus. Ich habe jetzt immer zwei Optionen. Ja, das hat geklappt. Kommst du jetzt? Keine Panik. Geht sie denn lang? Okay. Das wirkte irgendwie einfacher, aber gut. Hast du gut gemacht. Netter Schritt. Danke. Na gut, dann geht's jetzt weiter ins Innere hier. Oh Mann. Was ist denn das? Hier ist deine glänzende Stadt. Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Der ganze Ort ist voller Energie. Und der Luftdruck wird immer noch aufrecht gehalten. Können wir nochmal mit ihr sprechen? Nö, können wir gar nicht. Die Verbliste ist jetzt auch weg. Interessanterweise, ne? In dem Moment, wo es grafisch beeindruckender war, wurde, ist die Verbliste auch verschwunden. Eigentlich sehr cool gemacht. Na gut, dann bleibt uns nur ein Weg und das ist dann wirklich das Zentrum, die Mitte von allem. Unsere lange Suche ist endgültig beendet. Um Gottes Willen, was ist das denn hier? Ich sehe hier wieder eine Achse für die Steine, aber ich möchte mich erstmal umschauen. Hat wohl Hunger auf Orichalcum. Okay, hier kann man dann wieder Orichalcum reinschmeißen, warum man das auch tun sollte. Wir reden erstmal mit Sophia, natürlich. Was? Ist es dir heiß genug? Ich bin schon okay. Sophia? Was? Ist es dir seltsam genug? Das muss nur Absalz Kolossus sein. Bin ich froh, dass er nicht hier ist, um es zu benutzen. Kolossus. Das war die Maschine, in der die Atlanta sich in Götter verwandeln wollten. Sehr unangenehm. Hey, was? Und was jetzt? Ich weiß nicht. Was immer du auch entscheidest, mach schnell. Gut, eigentlich ist klar, dass es hier nur eine Sache zu tun gibt. Und es ist auch klar, dass wir die Kombination schon kennen. Die war wahrscheinlich in der Lavakaverne an die Wand gemalt. Ich öffne mal kurz das Foto, was ich mir davon gemacht habe. So, da habe ich es schon. Okay, da war es so, dass die Sonne hier war. Ich vermute, es war der Vollmond, der war hier und der Vulkan war da. Oha. Was hast du jetzt wieder angestellt, Indy? Ich glaube, ich hab's eingeschaltet. Oh nein.
Sehen Sie, Kerner. Ich wusste, dass er uns nützlich sein würde. Kerner. Deswegen roch es hier so nach Ratte. Ich kann nur Ihre Angst riechen, Herr Jones. Keine Bewegung. Mein Gott, wie wunderschön! Glückwunsch, Dr. Jones. Sie haben dem Dritten Reich soeben den Endsieg zugespielt. Sie brauchen schon etwas mehr als ein paar Urikal zum Bomben, um die Welt zu überrumpeln. Bomben? Die Götter brauchen keine Bomben. Sehen Sie sich doch mal um. Wozu glauben Sie, sollte diese Maschinerie denn gut sein? Für Grillpartys am Wochenende, ganz genau. Für religiöse Zeremonien als Zentralkraftwerk. Ist die Frage, ob es hier überhaupt ein richtig oder falsch gibt. Also eine typische Antwort aus den Filmen wäre sicherlich tatsächlich die hier. Für Grillpartys am Wochenende? Falsch. Wie schon Plato selbst genau wusste, ist dies eine Fabrik, die höhere Wesen erzeugt. Während Sie hier herumgetapst sind, haben wir Urikalzum gesammelt. Und nun haben wir alles, was wir brauchen. Sind Sie bereit für den größten Augenblick der Geschichte, Doktor? Passe, danke. Ich glaube, die Jitze hat ihr Hirn weich gekocht. Haben Sie nicht diese deformierten Knochen gemerkt? Oder glauben Sie wirklich an diesen Götterspuk? Ja, das mit den deformierten Knochen ist uns ja auch aufgefallen. Deswegen werden wir das auch mal ansprechen. Fehlgeschlagene Experimente. Unwürdige Sklaven, die im Namen der Wissenschaft geopfert wurden. Der Fortschritt hat halt seinen Preis. Vielleicht waren sie alle zu menschlich, wie Sie. Untermenschen, meinen Sie wohl? Sie wurden von ihren eigenen physischen Makeln zerstört, als sie in der enormen Macht dieser Maschine badeten. Glücklicherweise haben wir keine solche Makel. Ja, ist klar. Sie reden hier von Selbstmord, meine Herren. Wissenschaftlicher Fortschritt fordert viel Mut, Jones. Das sollten doch gerade Sie gut verstehen. Glauben Sie wirklich an diesen Götterspuk? Warum nicht? Als Gott werde ich alles wissen. Überall sein. Jeden beherrschen. Wir werden gemeinsam herrschen, Herr Doktor. Seien Sie nicht albern, Kerner. Sie sind auf so etwas nicht vorbereitet. Wir werden sehen. Ich würde sagen, ich sag Ihnen was. Wir gehen heim und sterben im Bett. Wir sind Wissenschaftler, wir können nicht gehen. Wir müssen diese Maschine ausprobieren. Und Sie geben einen feinen Freiwilligen ab. Nein. Was? Wenn hier jemand Gott wird, dann ich. Sie machen Witze. Ich bin der Leiter dieser Operation, Sie Würstchen. Aktivieren Sie die Maschine. Ein Test ist ein Test. Plato schlug 10 Perlen vor. Probieren wir das mal. Halt! Was jetzt, Jones? Okay, wir müssen irgendwie, müssen wir dafür sorgen, dass das nicht funktioniert. Weil wenn Kerner ein Gott wird, haben wir das Problem. Und wenn 10 Perlen vorgeschlagen wurden,
dann müssten wir dafür sorgen, dass wir nicht 10 Perlen reintun. Und wie machen wir das? Wahrscheinlich, indem wir vom 10-fachen Fehler sprechen. Aber was, wenn der tatsächlich ist und wir das damit ungeahnt richtig stellen? Naja, komm, egal. Was ist mit Platos 10-fachem Fehler? Was ist damit? Fast alle Zahlen Platos waren um den Faktor 10 falsch. Nur so ein Gedanke. Er könnte recht haben. Wir sollten durch 10 teilen. Probieren Sie eine Perle. Eine Perle also. Himmel, es funktioniert. Oh. Nein. Eine kleine Perle für einen kleinen Mann, nicht Jones? Sie sind an der Reihe. Danke für das Angebot. Ich schau lieber zu. Bewegen Sie sich, bevor meine Leute hier Sie zwingen werden. So ist es besser. Okay. Jetzt ist wahrscheinlich gehörige Überzeugungsarbeit gefragt. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist... sind Dialogoptionen. Wir müssen also irgendwie... Wir müssen ihn irgendwie davon überzeugen, dass er ablassen soll von der Maschine. Sie brauchen kein Orikalzum, sie brauchen ein Wunder. Und Sinn. Ich beginne mit Platos Zahl. Mit 10 Perlen sollte es klappen. Ich beginne. Einen Moment. Lassen Sie uns das ausdiskutieren. Dazu ist keine Zeit. Wie viele Perlen sollen wir nehmen? Keine Perlen, Sie alter Verrückter. Ach kommen Sie, Doktor. Wo ist Ihre wissenschaftliche Neugier? Bitte, Professor, zwingen Sie mich nicht dazu. Sehen Sie doch mal das Positive. Sie lassen alle irdischen Sorgen zurück. Bitte, Professor, meine Schüler erwarten mich. Hören Sie auf zu winseln, Mann. Gehen wir kein Risiko ein. Wie klingen 20 Perlen? Keine Perlen, vergessen Sie Ihre Besessenheit. Wirklich, Dr. Jones? Sie sollten sich besser unter Kontrolle haben. Also hier kommen immer wieder neue Aktionen, neue Dialogoptionen, aber ich bin mir nicht wirklich sicher... Ja, komm, ich versuch's nochmal. Noch ist es nicht zu spät, das Ganze abzublasen. Zeigen Sie doch etwas Rückgrat. Wie viele Perlen sollen wir nehmen? Keine Perlen. Lass sie uns abhauen. Nicht jetzt. Ja, gut, also ich weiß nicht, vielleicht... wissen Sie, Sie gäben wirklich einen besseren Gott ab? Das ist natürlich klar. Aber es gibt keinen Grund für Sie, nicht einer der kleineren Götter zu werden. Warten Sie. Lassen Sie uns nach Hause gehen. Hören Sie auf zu winseln, Mann. Okay, da drehen wir uns wirklich etwas im Kreis.
Die Frage ist jetzt tatsächlich, ich versuche nochmal diese Option. Wir haben noch eine Chance, wenn wir gehen. Der Ruhm gehört den furchtlosen Jones. Ja, okay. Also das geht jetzt wirklich hin und her. Das geht immer so weiter. Da kommen keine neuen Dialogoptionen. Würden Sie bitte endlich mit dieser Frage aufhören? Wirklich, Doktor, Sie müssen kooperieren. Dann kann ich nur noch das sagen. Und wenn Platos Fehler in der anderen Richtung lag? Wie meinen Sie das? Ich denke, Plato und Kerner lagen beide falsch. Na gut, John, Sie entscheiden. Wie viele Perlen sollen wir verwenden? Keine Perlen. Wirklich, Doktor, Sie müssen kooperieren, okay. Auch hier dreht sich das irgendwie... Moment, jetzt haben wir eine neue Option. Was ist das denn hier? Ich hoffe für Sie, dass das hier nicht klappt. Warum nicht? Sobald ich ein Gott bin, schicke ich Sie in die Hölle. Ich biete Ihnen Unsterblichkeit. Ist das der Dank dafür? Schon mal was von Götterzorn gehört? Warten Sie nur ab. Warten Sie. Vielleicht habe ich das noch nicht gut genug durchdacht. Sie wollen als Erster gehen? Sie planen etwas gegen mich, trotz meiner Großzügigkeit. Nun, auf diese Art werden Sie nicht die Oberhand gewinnen. Treten Sie zur Seite, Jones. 98, 99, 100 Perlen. Ich hoffe, wir haben ihn überlistet. Freuen Sie sich schon auf meine Rache. Oh nein, wenn es funktioniert, haben wir ein großes Problem. Folge mir, Sophia. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Im Gegenteil. Die ganze Maschine bricht auseinander. Beeil dich! Weißt du, viele meiner Entdeckungen klingen wirklich wie Fabelgeschichten. Selbst für mich. Aber diesmal habe ich wenigstens einen Beweis. Dann wieder? Vielleicht auch nicht.
Wofür sollte das gewesen sein? Um den Schmerz zu lindern. Und damit haben wir das Ende erreicht. Jo, ich möchte eigentlich gar nicht in die Indie-Fanfare reinquatschen. Aber die markante Melodie ist ja schon so ein bisschen rum. Und während des Abspanns fällt auch definitiv wieder der großartige Soundtrack auf. Und den lasse ich jetzt erstmal noch durchspielen, ehe ich mein Schlussfazit ausspreche. Bis gleich. Yeah. Okay, der kurze Hinweis am Schluss über die Rückkehr von Indiana Jones als etwas jüngerer Mann ist natürlich eine klare Referenz an die Abenteuer des jungen Indiana Jones, Young Indiana Jones, die Fernsehserie, die dann entstanden ist und die also ist heute sehr schwer zu bekommen und zu schauen. Sie war ihrer Zeit aber meilenweit voraus, also sie war qualitativ schon sehr gut. Mir hat sie damals sehr gut gefallen. Ich habe sie aber seit ewigen Zeiten nirgendwo mehr gesehen. Vielleicht taucht sie mal bei einem Streamingdienst auf, keine Ahnung. Aber gut, ja, das Let's Play-Projekt von Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist damit beendet. Wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich alle drei Wege gespielt. Den Rätselweg, den Actionweg und den Teamweg. Und es ist genauso, wie ich es in Erinnerung habe, der Teamweg, der gefällt mir eigentlich am besten und es fühlt sich auch an, als wäre der am gepolischsten, wenn ich ehrlich bin. Also als wäre das, ich will nicht sagen, dass es der echte Weg ist, aber da irgendwie ist da mehr Liebe reingeflossen, da habe ich so den Eindruck. Trotzdem war natürlich das Angebot der drei Lösungswege war natürlich super und für damalige Zeiten ganz was Neues. Aber, also gerade wenn ich mir den Actionweg so angucke, ich weiß nicht. Die Autoverfolgungsjagd war zum Beispiel im Rätselweg. Das hätte ich jetzt eher im Actionweg gesehen. Der Actionweg war hauptsächlich mit Prügeleien bestickt, die man auch größtenteils hätte umgehen können. Ich habe nicht alle umgangen, aber das, was, also manchmal habe ich es umgangen. Hier diesen dicken Fettkloß in dem Labyrinth, den musste man ja mit dieser großen Kugel erledigen. Das muss man, glaube ich, auch umgehen. Ich glaube, gegen den hat man kaum eine Chance mit regulären Mitteln. Ja, ich hatte das Spiel tatsächlich als sehr gut in Erinnerung. Ich habe es damals sehr geliebt. Ich habe es sehr häufig gespielt im blutjungen Alter von 14, 15, 16 Jahren.
Wir haben damals noch auf dem Schulhof Disketten getauscht. Und später hatte ich dann tatsächlich die offizielle Version mit den legendären Bestseller-Games. Tolle Zeitschriften. Da waren eigentlich alle LucasArts-Spiele dann regulär mal drin. Aber jetzt, der Durchgang hat mir dann doch gezeigt, es ist ein relativ lineares Spiel. Linearer, als es für LucasArts üblich ist. Ganz einfach, weil man immer wenige Bildschirme hat, um die Rätsel zu lösen, und dann geht's dann auch schon weiter. Das passt natürlich zu Indiana Jones, der ja immer so ein bisschen um den Globus jettet. Das Spiel öffnet sich quasi erst so richtig, wenn man in Atlantis ist, und das ist dann auch nicht riesengroß. Eigentlich klappert man nur das Labyrinth ab und geht in alle Räume rein und dann. Also es ist kein sehr schweres Adventure, wenn man wirklich alle Räume gut absucht und so. Ich hatte jetzt keine Schwierigkeiten und ich erinnere mich, dass ich damals tatsächlich größtenteils auch ohne jegliche Lösung durchgekommen bin. Mit ein bisschen Rätselraten war das drin. Also das ist ein sehr eingängiges Adventure, was ja nichts Schlechtes ist. Und dank der drei Wege hat es auch schon einen gewissen Umfang. Also das seht ihr ja jetzt an der Folgenanzahl. Also für ein Adventure dieser Zeit von damals ist es schon eine ordentliche Spielzeit gewesen. Das, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist jetzt tatsächlich die Übersetzung. Eigentlich hatte ich die auch als super in Erinnerung. Das war ja auch wieder Boris Schneider, aber also zumindest in dieser Version haben sich da ein paar Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. Ich habe die mal versucht zu überlesen, ist mir nicht immer gelungen. Und das Zweite, was mir halt aufgefallen ist, ist diese Diskrepanz bei diesen Scheibenrätseln, wo ich einfach an zwei Stellen nicht ganz verstehe, warum die Kombination nach links und nach rechts zeigen muss. Habe ich dann auch in den Folgen schon mal gesagt. Vielleicht wisst ihr warum. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch zu danken, dass ihr so lange ausgehalten habt und dass ihr vielleicht sogar das hier noch hört, obwohl der Abspann schon länger vorbei ist. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, dann klickt doch bitte auf den Abonnieren-Button. Das würde mir sehr helfen. Ich habe da bisher nicht den Riesenwert drauf gelegt, aber wenn ich ehrlich bin, wäre es schön, wenn die Abozahl mal ein bisschen nach oben gehen würde. Zumindest sofern es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann bleibt halt weg. Ist auch okay. Damit kann ich leben. Ne? Geschmäcker sind halt verschieden. Auf jeden Fall steht das nächste Projekt schon in den Startlöchern. Das kann ich verraten. Das wird nicht allzu lang dauern. Dann geht's wieder weiter. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Ciao.